Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play. Die Affen sind geflohen. Ape Escape. Moderne Zeit. Kleinstadt. Oh yeah. Spike? Oh. Ich habe das neue Gerät vom Professor überprüft. Probier es im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Viel Glück. Fängst du auch noch damit an? So, ja, dann kannst du den Professor nicht retten. Los geht's. Yay. Das ist so ein richtiges Gerät, das ich gleichzeitig mag und abgrundtief hasse irgendwie, weil es immer relativ nervig ist. Ich kann es mit einem Klick auf R3 spawnen, kann damit Schalter betätigen. Und wie man sehen kann, kann ich damit durch die Gegend fahren. Interessant, dass trotzdem die mir das Tutorial geben. Ne? Und komme dann damit halt auch durch diese kleinen Passagen. Und allein damit sind schon wieder so viele Affen frei. Ja, für schwer zu erreichende Stellen, ja. Da Professor und Katie nicht hier sind, werde ich ihr stattdessen alles erklären. Ein Teil der Ausrüstung im Labor wurde von den Pepo-Affen zerstört. Ab jetzt wirst du von der Zeitstation aus beginnen. Hier nun, was ich über Spectres Basis weiß. Spectre hat seine Basis durch den Umbau einer Fabrik und eines Gebäudes mitten in der Stadt errichtet. In der Fabrik stellen sie Werkzeuge her, um die Welt zu erobern. Spectres Pläne nehmen immer mehr Gestalt an. Die Basis ist durch mächtige, unbekannte Waffen geschützt. Du musst zum Energielager gehen, um die Aktivitäten in der Basis zu stoppen. Es scheint in einem Park in der Nähe versteckt zu sein. Gehe danach zur Basis. Spike, sei äußerst vorsichtig. Also ich habe gestern bei der Aufnahme von Klonoa schon gesagt, mein zweiter Name ist Vorsicht. Das lief übrigens nicht so gut. Also lasse ich das an dieser Stelle mal. Ja. Ja, das ist... Los geht's. Das ist eine Kleinstadt. Ja, wenn da große Warnschilder sind, sollte man nicht dran vorbeilaufen. Offensichtlich. Hier haben wir das halt schon. Direkt das erste Mal, dass wir das FL-Auto, das Fernlenkauto nutzen können. Ne? Wir können hier rein. Und können dem Affen Angst machen. Dann kommt der nämlich rausgekrabbelt. Und ich hab ihn. Und so, ne? Also, das ist alles, wofür das Auto quasi da ist. Oder halt Schalter drücken. Nicht zu vergessen, Schalter drücken. Da sind Bienen. Warum? Au. Ah, ernsthaft? Ernsthaft. Okay, wir prügeln einmal auf ein armes, wehrloses Kind ein, sagt der Typ, der dann die Affen einfängt und dementsprechend deren Freiheit beraubt, aber... Ja, ist okay. Merke ich mir. Mist. So. Nein, das war der falsche Knopf. So. Macht das alles immer ein bisschen schneller und angenehmer. Wie gesagt, das FL-Auto ist bei mir ja eh so eine Hassliebe. Wenn überhaupt. Insofern... What the frick? Au. Erstmal haben wir den Affen. Also, ich gebe... Au. Ich gebe ja zu, ich habe nicht damit gerechnet, dass es auf einmal ein Riesenroboter vom Himmel fällt.
Sie bleiben ihrer Zahl 5 tatsächlich sehr treu, ne? Muss man den ja lassen. 5-mal auf die Ritterrüstung einprügeln. Bin noch nicht sicher, wie ich da drauf kommen soll. Ich glaube, ich komme da irgendwann durch das Rohr oder so ähnlich. Naja, gut. Dann können wir jetzt mit den 3 Affen, die wir gesammelt haben, hier rein. Hui. Hinfort. Kids. Immer diese Kids und ihr Z. Kinder lieben das Z. Au. Ernsthaft? Ich habe gedacht, ha, bist du sicher, weil Affe ist ja oben drauf, ne? Tja. Augenscheinlich nein. Oh mein Gott. Natürlich wirst du noch ein kleineres Ding. Offensichtlich. Aber erstmal all meine Kekse zurückholen. So, spawnen, reinfahren. Affe muss es bemerken, dann können wir bedrohlich hinterherfahren. Bedrohlich. Ich stand auch zu bedrohlich vor dem Tor, deswegen hat er dann aufgehört wegzulaufen. Ist halt so die Wahl, ne? Wenn man sieht, da kommt ein Killer-Auto auf einen zu, hat man halt die Wahl, ne? Laufe ich jetzt davor weg oder bleibe ich da stehen? Komm schon. So. Kleine komische Sprungsäcke sollten wissen, wann sie nach Hause zu gehen haben. Und zwar dann, wenn Papa Spike um die Ecke kommt. Mit seinem Knüppel. Mist. Ich dachte, ich könnte cool sein. So einmal so wusch machen, aber... Ich habe vor lauter Bling-Bling dann nichts mehr gesehen, aber okay. Mist. Na, geht doch. Vorsichtig. Warum will ich hier runter? Warum? Naja, weil hier ein Affe ist, darum. Ach. Einzige Problem bei dieser super tollen Sache ist halt jetzt wieder die Tatsache, dass ich da nicht hochkomme. Also, nicht zurück da hochkomme. Was heißt, ich muss all den anderen Kram hier wieder machen. Naja, okay. Manchmal ist das so, wenn man durch eine Kleinstadt möchte, dann muss man sich schon mal die Hände schmutzig machen. Und zwar insofern, dass ich hier in eine Kloake tauche. Aber die fasse ich nicht mit meinem ganzen Körper an. Nur mit meinen Schuhen. Erstmal. Ich meine, das Problem wird ja sein, dass er keine Zeit hat, sich zu waschen. Das heißt also, ich springe hier rein und mache solche Sachen, ohne gewaschen zu sein. Und das ist schon irgendwie zumindest ein bisschen eklig. Ah, perfekt. Spectre-Münze. An dich kommen wir dann erst später ran. Gut, fein. Dann hinab ins Nichts. Immer dem blauen Leuchten hinterher, weil da ein Affe ist. Der Tod für den Affen kommt von oben. In gewisser Weise bin ich der personifizierte Tod. Noch besser als Moonwalken ist Moonsliden. Mhm. Wollte schon sagen, will der erst nach unten fahren? Was sollte das denn? Ah.
Okay. Ich glaube, wenn ich nach ganz rechts gehe, ist auch nochmal irgendwie Weg oder so ähnlich. Von daher machen wir das jetzt mal. Ne, genau da, das Rohr. Oh, crap. Seid ihr schnell? Nicht schnell genug! Das war dann ins Wasser gesprungen. Ich hab's wieder genau... Aua. Genau gehört. Da bist du, Affe. Und das war's. Damit haben wir unseren 100. Affen gefangen. Profifänger. Ja. Jetzt, wo mir keiner mehr sagen kann, dass ich gut bin, will ich das ja selber machen mit Trophäen. Oder so ähnlich. Ach, das ist so furchtbar einsam. Computerdame hätte mir das ruhig sagen können. Mein ja nur. Okay. Und nach der Kleinstadt kommt logischerweise die Werkzeugfabrik. Man kann schon im Hintergrund das nächste große Ding da sehen. Fangen noch 7 Affen. Jetzt haben wir wenigstens diese doch recht amüsante Affenmusik. Das erste Mal, dass wir Panzer fahren dürfen. Auch relativ simple Kontrolle. Glücklicherweise muss ich hier nicht rudern. Das ist, wenn ich den linken Stick nach vorne drücke, passiert das hier. Mache ich das mit rechts, passiert das hier. Drücke ich beide nach vorne, fahren wir halt nach vorne. Drücke ich R3 rein, dann schieße ich meine große Kanone ab. Und das ist ja quasi schon alles, was man wissen muss, ne? Um rauszuspringen, ist es auch R1, ne? Ganz normales Springen und zack, haben wir einen Affen. Gut, mein Panzer sieht jetzt auch nicht mehr so schick aus, aber... Ist ja kein Wunder, der hat einen Kampf gegen einen UFO bestanden, ne? Also, der darf so aussehen. Erstmal. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn der jetzt noch ein bisschen Schaden nimmt und dann explodiert, aber... Ne? Im besten Fall finde ich das gar nicht erst heraus. Das ist nicht der 1. Achso, es ist wahrscheinlich die 1, wenn ich in der Anzeige bin, ne? Ja, okay. So, zack, zack, zack. Dann kann er nicht benutzen, was auch immer da drin gewesen ist. Ob das auch ein UFO war? Ich weiß es nicht mehr. Aber er konnte es ja eh nicht benutzen. Wen juckt's? Und wenn wir das Level irgendwann nochmal neu machen, was wir machen werden, weil wir alle Affen fangen werden, dann passiert auch nichts mehr, weil der Affe logischerweise weg ist. Sie ersetzen die Affen ja nicht. Ja, das ist auf alle Fälle eine Energiefabrik. Was genau mache ich da gerade? Stellen sie Helme her, ha? Gucken wir uns das doch mal an. Und dabei hieß es, es ist eine Energiefabrik. Oh, wow, 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 wow.
zugegeben, dass die Teile da durch können, damit habe ich... Das war... Oh, das war so dumm. Damit hatte ich gerade nicht gerechnet. Ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass ich so dumm bin und einfach da runterlaufe. Zugegeben. Na, bist du wohl. Na, wenn wir schon mal da sind. Achso, falls mein Auto weg ist, können wir das da nochmal spawnen. Mist. Ich bin in keinem, aber auch wirklich in keinem der Ape Escape Teile gut mit dem Teil. Also gut wie in, ich mache alles first try und so, ne? Nee. Leider nicht. Das wäre schön. Aber es ist halt nicht so. So, jetzt aber. Pff. Meine. Meine Münze. Keine Raketen mehr. Die wollen wir nicht. Tja. Das haben wir eigentlich, wenn man mal ganz genau ist, abgesehen vielleicht von der Teleportmechanik, ne? Das ist eigentlich ein Plagiat, was der Professor uns gegeben hat. Beziehungsweise seine Computerassistentin. Aber der Punkt ist ja, ein RC-Card wird es ja wohl in dieser Welt schon gegeben haben. Das heißt, er hat das sich angeguckt und hat sich gesagt, ja, sieht ziemlich cool aus, es braucht nur noch eine Teleportfunktion, ne? Und dann hat er gesagt, so, das ist jetzt meine Erfindung. Und der Teil ist ja so ein bisschen, bisschen gelogen. Eins. Na toll, warum muss mein Controller jetzt unbedingt mit seinem dämlichen Scheiß anfangen? Zwei. Und drei. Könnte man natürlich auch in beliebiger Reihenfolge machen. Wenn man es denn wollen würde. Und ja, mittlerweile fangen sie halt an, uns relativ viele Leben zu geben, weil die Level natürlich schwieriger werden. Ne, wenn man das mal mit dem Dino-Zeitalter vergleicht, ist das hier schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Irgendwie. Ich bin ehrlich, ich hatte jetzt angenommen, das Ding würde aufgehen. Aber wahrscheinlich habe ich dann ja, den Aufzug aktiviert. Was auch okay ist, weil das Ding da oben bewegt. Jawohl. Jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Und dann geht das schon. Und heppa, ich liebe sowas ja, ne? Auch in Filmen und Cartoon-Serien, was auch immer, wenn sie da über diese langsam wieder aufgehende Brücke rüberspringen. Hat halt was. Ah, warum war das klar? Aua, der rennt einfach in mich rein und macht mir Schaden, das ist doof. Obwohl... Und so, ich hätte eher sagen müssen, er läuft und macht gar nichts.
Okay. Mist. Ich hätte gedacht, au, er würde mich nicht damit treffen, aber hat er dann doch. Egal. Sag ja. Es gibt sehr viel. Sehr viele Leben hier immer. Plus, wenn ich mich wirklich damit beschäftigen würde, die ganzen Goldstücke? Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben, müsste ich nochmal nachgucken. Aber wenn ich mir mal die Mühe machen würde, die auch alle mal einzusammeln, wenn ich sie bekommen könnte, dann würden wir natürlich auch nochmal mehr Leben haben. Ja. Ja, aber ich sehe die halt mehr als, ne? Das ist wie mit Mario und seinen Goldmünzen immer. Das ist eigentlich dann auch egal. Aber bei Mario gab es nun mal für 100 gab es einen Stern. Das war dann noch ein bisschen interessanter. Und ein extra Leben, glaube ich. Jetzt aber. Ich habe dich. Das Interessante ist ja trotzdem, dass wir hier, obwohl es hieß, ne, mach die Energiequelle kaputt, ist es ja rein theoretisch trotzdem. Lauf da durch und fange Affen. Dadurch geht die Energiequelle jetzt auch nicht kaputt. Es sei denn, das sind die 7 wichtigen Affen. Die 7 magischen Affen, die diese Fabrik hier stützen oder so, aber. Das bezweifle ich halt mal. Kann ich da einfach durch? Aha. Oh wow, cool. Ich bin im selben Raum gelandet. Ist ja abgefahren. Also mit anderen Worten, es war komplett nutzlos. Aber macht ja nichts. Ich hörte einen Affen, der Angst vor mir hat. Ah. Brauche ich gar nicht erst den Miniboss da starten, kann ich einfach den Affen hier fangen. Der so, ach du Scheiße! Tja. Hat er verkackt. Der stand da, wurde gefangen. Nun ist er Teil meiner Affensammlung. Ich glaube, wir haben tatsächlich aus Versehen alles weg damit. Endlich mal wieder. Gut, die meiste Zeit sehen wir einfach nicht die ganzen Gebiete oder alles, was dazugehört. Und dann ist das so. Naja, und jetzt hätten wir den Fernsehturm. Der verflucht groß sein muss, so wie das dargestellt wird. Aber dafür haben wir dann halt leider heute nicht mehr so viel Zeit. Deswegen fangen wir beim nächsten Mal mit dem Fernsehturm an. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Auch beim nächsten Mal wird Spike wieder sein Fangnetz schwingen, um diese kleinen, listigen Affen einzufangen. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen, kommentiert das Ganze. Ich meine, ne, du hast es oder du bist gut. Alles schon Vorlagen hier. Bis zum nächsten Mal.